Ja, das Wetter lädt eigentlich noch dazu ein, schön in kurzen Klamotten draußen zu hängen. Aber hier drin wird es gleich auch schon wieder heiß. Die Jungs starten so ein bisschen ins Training. Und wir wollen natürlich wissen, was die Mannschaft dieses Jahr vorhat, was die Mannschaft dieses Jahr aufs Parkett bringt und wie das Ganze von Trainerseite aussieht. Denn zum ersten Gespräch habe ich Mike Koch eingeladen, den neuen, in Klammern alten Head Coach, mit ganz, ganz viel Erfahrung, und habe ein bisschen mit ihm darüber gesprochen, was ihn denn dazu bewegt hat, überhaupt nach Leverkusen zurückzukommen und wie die Saison 24-25 mit den Giants verlaufen soll. Ja, dann würde ich sagen, mache ich mal den kleinen Anfang, mache ich den Start rein und darf heute zum ersten Gespräch in der neuen Saison als Vorgriff auf die neue Saison unseren neuen, in Klammern alten, Coach begrüßen. Mike Koch, schön, dass du ein bisschen Zeit hast. Sehr gerne. Ja, ich würde gerne mit einer kleinen Anekdote beginnen, mit einem kleinen Rückblick. Okay. Du hast ja schon früh mit dem Basketballspielen angefangen, so gesehen, und auch früh schon den Profistatus gehabt. Ich habe da so eine kleine Geschichte gefunden, als du, wie man in Hessen sagt, noch ein kleiner Bub warst, mit Gießen gegen Bayreuth damals, wo du in der Basketballsaison 86-87 die Bayreuther quasi im Alleingang in zwei Spielen abgeschossen hast und dann kurz darauf ein Angebot kam. Ja. Das war ja damals, so habe ich gelesen, noch geknüpft sogar an der Ausbildungsstelle. Warum hat es denn nicht gereicht zum Steuerfachangestellten? Das ist eine ganz gute Frage. Ganz einfach, weil der Sport mich dann einfach so in den Bann gezogen hat und auch mitgenommen hat. Ich war noch in Gießen, habe nur in der Bundesliga gespielt, dann kam Europapokal dazu, dann hattest du noch Berufsschule, die manchmal an diesem Tag war. Und mehr oder weniger war es dann für mich nach einem Jahr klar, dass ich das zweigleisig nicht fahren möchte, dass ich mich voll auf den Basketballsport konzentrieren möchte. Und im Endeffekt bereue ich die Entscheidung nicht, dass ich nicht den Steuerfachgehilfen gemacht habe, sondern die Profikarriere vorgezogen habe. Ja, ich glaube, sowohl wir bei den Giants als auch Basketball Deutschland ist ganz froh, dass du das gemacht hast. Hat natürlich auch einen kleinen Grund, dass ich das ausgegraben habe. Du kennst die Seite zwischen Sport und Arbeit, das zu kombinieren. Gerade im Basketball in Deutschland ist es nicht immer einfach, mit dem Sport Geld zu verdienen. Jetzt hast du auch hier wieder junge Menschen, Jungs, die auch die Anbindung aus den Jugendmannschaften haben, die das auch irgendwie machen müssen, diesen Spagat zu schaffen. Ja. Was kannst du den Jungs gerade mitgeben, die hochkommen, die Profi werden, die vielleicht diesen Übergang schaffen wollen? Also da muss man ehrlich sein, dass das ganze Programm, was hier in Leverkusen jetzt so läuft, wie es läuft, der Hansi auch aufgebaut hat. Der war damals beim Achim der Co-Trainer, dann hat er die Pro B übernommen, in der Pro A trainiert und auch das Jugendprogramm läuft so unter seiner Hand so ein bisschen. Und das Credo bei uns ist eindeutig, also Schule und Ausbildung geht auch vor. Also wir müssen ja davon ausgehen, dass nicht alle Spieler den Weg, den Hansi oder ich gegangen sind, auch machen werden, sondern der ein oder andere wird vielleicht auf der Strecke bleiben, eine schwere Verletzung. Vielleicht nicht ganz das Talent, und es ist immer wichtig, ein zweites Standbein zu haben. Ja, ich habe es damals riskiert, es war ein Risiko auch, es hat sich ausgezahlt, aber das wird nicht bei jedem funktionieren. Und dadurch gehen wir immer wieder auf die jungen Spieler zu, auch die von unten hochkommen, und sagen, mach dein Abitur, schließ die Schule ab, wenn jemand eine Ausbildung braucht. Wir haben hier alle Möglichkeiten, auch den Jungs eine gute Ausbildung zu bieten. Und wir werden nicht sagen, ihr müsst ins Training kommen, wenn was anderes ansteht oder wenn was Wichtiges ist. Ihr habt einen Test, ihr habt eine Abiturprüfung oder irgendwas, die macht ihr. Das andere kriegen wir dann schon hin. Das ist ganz wichtig, glaube ich, für auch so ein Jugendprogramm, wie Leverkusen das hat. Ja, Leverkusen mit seinem Programm und seiner Infrastruktur hast du jetzt gerade angesprochen. Da ist auch so ein bisschen ja die Brücke zu der Historie. Hast selbst hier gespielt, bist Meister geworden, bist Pokalsieger geworden. Das strahlt ja auch heutzutage immer noch. Dieses Rekordmeister-Image strahlt nach außen. Was würdest du sagen, ist so das Besondere neben der Infrastruktur, was Leverkusen und die Giants ausmachen? Im Augenblick würde ich sagen, ist einfach das Drumherum. Ich war jahrelang hier, das ist aber schon auch ein paar Jahre her. Man sieht immer noch alte Gesichter, man kennt sich schnell aus. Es ist sehr familiär trotz allem noch. Und ich glaube, gerade für einen kleinen Verein mit vielen jungen Spielern, dass sich nicht jedes Jahr ein neuer Trainer kommt, jedes Jahr sich das ganze Karussell dreht, 15 neue Spieler, 15 neue Trainer, neue Halle, neues das, sondern es ist familiär. In der Ostermann Arena haben wir damals schon gespielt. Zum Ende meiner Karriere habe ich hier auch schon in der Halle trainiert. Also es hat sich nicht viel verändert in diesen 25, 30 Jahren, wie auch immer. Und das, ich glaube, das ist der große Vorteil dieses Standorts, dass man darauf bauen kann. War dieses Familiäre und auch so die persönliche Bindung für dich auch so ein Grund, dass du letztes Jahr gesagt hast, ja, ich mache das nochmal, ich komme nochmal zurück? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe in Deutschland gespielt, in Gießen, in Bayreuth und in Leverkusen. Das waren so meine Stationen, bevor ich nach Griechenland gegangen bin. In Gießen war ich Geschäftsführer in dem Corona-Jahr, in Bayreuth war ich Trainer und in Leverkusen bin ich jetzt auch wieder angekommen als Trainer. Also schöner Spruch, man sieht sich immer zweimal im Leben, und so war es hier auch. Aber
Mit Hansi habe ich immer einen guten Kontakt gehabt. Wir ticken auch ähnlich. Das war schon früher so. Und wie dann hier so ein bisschen Not am Mann war, war das für mich auch keine Frage zu sagen, Hansi, hör zu, ich helfe dir. Ich fahre mit dir auch mal 500 Kilometer im Bus, damit du nicht allein da an der Seitenlinie stehst. Wollmirstedt war das erste Spiel. Und dann greift das ganz schnell, so dieses Spaß daran haben, wenn man selber auf dem Feld stand und auch trainiert hat. Und das kitzelt einen dann schon wieder. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Und jetzt sitze ich hier und bin froh darüber, natürlich, aber auch froh, dass Hansi und auch Philipp weiter an Bord sind, weil, wie gesagt, die hier das Programm aufgebaut haben, die sich hier auskennen. Das macht es für mich tausendmal leichter. Du hast deine verschiedenen Stationen gerade jetzt schon angesprochen, nach Gießen und dann bis zu der Entscheidung, hier als Co-Trainer wieder einzusteigen, war ja auch eine kleine Pause dazwischen für dich. Was hast du aus dieser, ich sag mal, Auszeit vom professionellen Basketball für dich mitgenommen? Was war so das Einschneidende für dich in dieser Pausenzeit? Das Einschneidende für mich ist, dass wir in Deutschland eine Kultur haben im Augenblick, die deutschen Trainern sehr, sehr wenig Chancen gibt. Gerade im Basketball. Kenne ich jetzt nicht so genau im Handball oder im Fußball aus, aber im Basketball ist es so, dass wir 18 BBL-Vereine haben, wovon wir vielleicht 2 oder 3 deutsche Trainer im Augenblick haben. Und in dem Zeitraum dazwischen waren es auch nicht viel mehr. Das Trainer wie Henry Grödel, der ist in Ägypten, Sebastian Machowski, der ist, glaube ich, in Polen jetzt tätig. Also wir haben eine Kultur, die deutschen Spieler unterstützt. In der Pro B musst du 3 Spieler auf dem Feld haben, in der Pro A 2 Spieler, in der BBL darfst du nur 6 Ausländer haben unter den 12 Spielern. Nur die deutschen Trainer, die werden irgendwie nicht geschützt oder nicht unterstützt. Und die Frage ist nicht für mich, sondern die ist allgemein für junge Trainer. Welcher Trainer macht jetzt eine A-Trainer-Ausbildung und versucht irgendwo einen Job zu bekommen, wenn er weiß, das Eis ist da ganz, ganz dünn. Also ich plädiere immer dafür zu sagen, vielleicht auch eine Regelung für die Trainer zu machen, dass einer im Trainerstaff zumindest ein Deutscher sein muss, sodass wir auch die Trainerkultur in Deutschland nach vorne treiben. Ja, das ist ja generell ein sehr aktuelles Thema, das ja auch jetzt wieder debattiert wird. Wir haben in der BBL sehr wenige deutsche Trainer. Wir haben mit Gordon Herbert jetzt einen deutschen Nationaltrainer gehabt, der die erfolgreichste Zeit für die Nationalmannschaft seit langer, langer Zeit hatte als Kanadier. Jetzt kommt ein neuer Nationaltrainer, auch kein Deutscher, was natürlich erstmal kein positiver oder negativer Aspekt wird. Aber es ist schon dann irgendwie ja, ein Merkmal, das sich durch die letzten Jahre zieht. Was würdest du sagen, muss sich da vielleicht auch verändern im deutschen Basketball? Oder kaschieren vielleicht auch insgesamt die Spieler, die jetzt immer mehr aus den Jugendbereichen auch in die NBA kommen, so dass es da ein Problem gibt? Ja, hat sich auch auf dem Spielermarkt die ganze Situation ein wenig gedreht. Also ich war früher in Bonn Trainer und wenn ich mir jetzt anschaue, wo die Zugänge für die BBL herkommen. Früher haben wir Spieler aus Italien, aus der ersten Liga geholt, teilweise kamen die aus Spanien, aus Frankreich. Mittlerweile sind wir bei Ungarn, Österreich, teilweise Norwegen, Schweden, also die Dänemark, die nördlichen Länder. Es hat sich etwas getan nach dieser Corona-Krise. Die Vereine sind auch nicht mehr finanziell so stark, wie sie zuvor waren. Also was Bamberg damals mal aufgefahren hat, das war ein NBA-Kader. Also da waren mehrere NBA-Spieler dabei. Mittlerweile können sie das auch nicht mehr stemmen, weil das Finanzielle nicht mehr da ist. Und ich glaube, das ist das größte Problem, dass der finanzielle Rahmen für viele Mannschaften schwierig wird und dann auch im finanziellen Gesichtspunkt viele sagen, das habe ich schon häufig gehört, die deutschen Trainer sind zu teuer. Und sind wir ehrlich, also bei Spielern wie bei Trainern, man findet immer jemanden, der das für weniger macht. Es ist einfach so. Und diese Vorgehensweise, glaube ich, die müssen wir irgendwie unterbinden, untergraben, sondern es geht nicht unbedingt darum, wer mehr Geld verlangt oder weniger Geld verlangt, sondern wer Qualität hat. Ich glaube, das ist wichtig, Qualität. Und wir haben deutsche Trainer, die Qualität haben. Und denen muss einfach mal die Chance gegeben werden. Qualität haben wir auch bei uns in Leverkusen. Wir wollen mal wieder ein bisschen reinzoomen. Saison steht vor der Tür. Wir hatten letztes Jahr schon sehr viel Euphorie rund um den Verein, um das Team, um die Neuzugänge. Worauf würdest du sagen, kann man aus der letzten Saison auf jeden Fall aufbauen? Auf jeden Fall kann man aufbauen auf die Heimhalle. Also ich war öfters ja da, wenn man in der Pro B eine Halle hat, wo 1.400 Zuschauer an einem Sonntagmittag kommen oder über 2.000 gegen Köln in den Derbys. Das zeigt schon, dass hier eine Basketballkultur da ist. Die war früher da, die ist immer noch da. Und ich glaube, darauf muss man aufbauen, dass man diesen Hype einfach mitnimmt, dass man erfolgreich in die Saison spielt, attraktiven Basketball spielt und damit auch die Zuschauer wieder an uns fesselt, in die Halle bringt. Und dann glaube ich, dann ist das so eine Symbiose, die sich selber formt und die Fans unterstützen uns, wir mit den Fans zusammen und dann ist das ein wirklich gutes Programm und auch ein guter Weg, wieder ein bisschen nach oben zu schielen. Ja, nach oben schielen, das war ja letztes Jahr auch schon das große Ziel. Der Aufstieg wurde klar ausgegeben. Henrik Fronner hat auch immer wieder gesagt, mit dem, was wir hier haben, mit der Historie kommen wir nicht drum herum, zu sagen, wir wollen wieder in die Pro A. Ist also auch dieses Jahr der Aufstieg eigentlich wieder das klare Ziel?
Im Augenblick können wir das nicht so ausgeben, bin ich ehrlich, weil wir noch ein, zwei Faktoren haben, wo wir nicht zu 100% wissen, wie das ausgeht. Das eine ist Dennis Heinzmann, der aufgrund seiner zweijährigen Verletzung erstmal wieder Fuß fassen muss. Im Training sieht die ganze Sache eigentlich sehr, sehr positiv aus. Aber spielen und mental dann auch im Spiel dann alles geben, ist eine andere Sache. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Zum anderen haben wir einen kleineren Kader. Wir müssen also sehr, sehr, sehr aufpassen, dass die Jungs ohne Verletzung über die Saison kommen. Andererseits, was positiv ist, dass wir ein gutes Jugendprogramm haben und wir auch, glaube ich, die Chance haben, immer wieder junge Spieler nachzuschieben und die auch zu integrieren. Das ist ganz wichtig in dem Programm. Wir haben einen kleineren Kader, wir haben vielleicht weniger Profis, Pro-B-Profis in dem Sinne. Viele studieren ja auch und machen nebenher noch ihre Sachen. Aber wir haben ein gutes Jugendprogramm, um dann auch diese Plätze hinten aufzufüllen und den Jungs dann auch eine Chance zu geben. Ja, Dennis ist ja quasi so ein halber Neuzugang, ne, nach der langen Pause, die er auch jetzt hatte, wo wir natürlich alle auf Holz klopfen, dass das diese Saison alles wieder gut geht. Und dann haben wir aber noch auch ein paar Jungs, die neu dazugekommen sind, die aber gleichzeitig auch gar nicht so neu sind. Ne? Luca einerseits, der das hier alles kennt, Joel genauso. Hilft es auch dabei, Neuzugänge zu haben, die sich sowieso schon hier auskennen, um die wenigen, die dann komplett neu sind, auch zu integrieren? Das ist eine ganz große Hilfe für uns, dass wir Spieler haben, die das Programm kennen, die schon hier waren, die keine große Anpassung brauchen, die Leverkusen kennen, die wissen, wo sie hin müssen, die wissen, wenn sie zum Sponsor müssen, na, weiß ich, wo ich, brauchte mir nicht zu sagen, kenne ich, bin nicht dabei, weiß ich, wo ich hin muss. Das ist ein ganz, ganz riesengroßer Faktor. Zum anderen glaube ich, dass wir auch keinen Spieler haben, der nicht in Leverkusen spielen möchte. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Also ein Dante Nicolas, der wollte nach Leverkusen. Ja? Der Demi, also unser Serbe, wollte nach Leverkusen. Der wurde uns zwar auch von Svetislav Pesic angepriesen, aber der wollte. Ja, und das ist das Wichtige, dass die Leute oder die Spieler wissen, die hören Leverkusen, die kennen die Historie, aber die wissen auch, was in den letzten Jahren hier alles passiert ist und wie das Programm sich aufgebaut hat. Und das ist das positive Signal von uns an das, was drumherum ist um Leverkusen, hier nicht nur hier im Ruhrgebiet, sondern in ganz Deutschland. Leverkusen hat ein Programm und da wollen die Leute hin. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt, dass wir nicht unbedingt Spieler überzeugen müssen, sondern die Spieler sind schon überzeugt, hierher zu kommen. Ja, die gute Stimmung und die Euphorie merkt man den Jungs auch schon so ein bisschen an, auch in den Einheiten, die sie neben den normalen Teameinheiten schon machen. Jetzt hast du selbst gesagt, es gibt nicht so viel Rotation immer hier bei uns. Trotzdem ist die Situation ja jetzt auch für dich neu. Du springst jetzt ins erste Glied, Hansi geht ein Stück zurück. Was ist für dich jetzt aus dem letzten Jahr hängen geblieben, wo du sagst, ja, da müssen wir vielleicht noch dran arbeiten. Das fehlt uns noch ein Stück, um wieder ganz oben uns festzusetzen. Die Konstanz ist ganz wichtig, also dass man eine Saison konstant spielen kann, ohne wenige Höhen und Tiefen. Letztes Jahr hatten wir so ein paar zu viele Schwünge oben, nach oben oder unten. Da war diese Phase, wo man, ich glaube, 13 oder 14 Spiele in Folge gewonnen hat, kurz vor den Playoffs, wo es wirklich steil nach oben ging. Dann haben wir kurz vor den Playoffs so ein kleines Loch gehabt mit den zwei Spielen, die wir verloren haben. Am Anfang der Saison, glaube ich, drei Heimspiele in Folge verloren. Also diese Schwankungen, die muss man versuchen, den Ausschlag gering zu halten, sodass man wirklich auf dem Level spielen kann. Und ich glaube, das ist dieses Jahr möglich, weil einfach die Mannschaft eine größere Erfahrung besitzt. Und gerade die wichtigsten Spieler, das sind die Guards. Und da haben wir mit Luca, der zurückkommt, und mit Dante zwei Spieler, die wirklich sehr, sehr viel Erfahrung schon haben, um auch diese Schwankungen da besser in den Griff zu bekommen. Ja, nimm uns doch noch mal so ein bisschen mit. Wir sind jetzt noch relativ früh in der Vorbereitungsphase. Wir haben noch ein paar Stationen vor uns. Worauf liegt jetzt für dich in den kommenden Wochen, bis es dann auch wieder mit den Pflichtspielen losgeht, für dich der Fokus? Also bis jetzt, wir haben ja morgen mehr oder weniger das erste Trainingsspiel, haben wir sehr, sehr viel Fokus auf die Offensive gelegt. Wir werden kein großes Playbook haben, sondern eher weniger Systeme spielen. Aber die wollen wir versuchen, so aufzustellen, dass wir gewappnet sind, egal ob der Gegner Pick-and-Roll switcht, ob der Gegner Pick-and-Roll hedged, aggressiv oder flat und zurückgeht, sondern dass die Spieler wissen, das und das passiert und das ist mein Gegenmittel gegen diese Art und Weise der Verteidigung. Das ist im Augenblick der Knackpunkt, wo wir wirklich am Arbeiten dran sind und ab dem Spiel jetzt morgen kommt dann nächste Woche auch mehr die Verteidigung mit dazu. Wir alle wissen, dass ich selber auch einer war, der gerne verteidigt hat. Das ist schon mal, also es ist wichtig, dass die Jungs verteidigen wollen. Aber der Basketball hat sich verändert. Und das ist etwas, worauf auch wir eingehen müssen. Um ein Basketballspiel zu gewinnen, gibt es so eine schöne Liste, vier Sachen. Shooting ist 40%. Also wenn du ein gutes Team hast, das gut von außen wirft, das eine hohe Prozentzahl hat,
hast du 40% schon mal eine Chance zu gewinnen. Ne? Danach kommen die Turnovers. Du darfst den Ball nicht wegwerfen und je mehr du bekommst, desto größere Chancen hast du, weil du mehr Würfe bekommst, wenn du hochprozentig triffst. Das dritte ist dann Rebounding und das vierte sind Freiwürfe. Also früher hat man gesagt, Defense wins Championships. Mag noch so sein, aber ich glaube, dass mittlerweile die Offensive im Basketball die Defensive schon ein wenig ablöst. Ja, so ein bisschen der veränderte Basketball, den sehen wir auf allen Ebenen. Jetzt gehen wir dann eben, wie du es selbst gesagt hast, so ein bisschen in den Feinschliff. Aber der ein oder andere muss sich schon auch noch warm anziehen, was Fitness und Schwitzen angeht, oder? In den kommenden Wochen. Ja, auf jeden Fall. Also die Einheiten jetzt sind natürlich ein bisschen herausfordernder. Wir haben auch Krafttraining zweimal die Woche morgens und die sind schon mal hier um die Halle gejoggt auch. War aber auch so, dass die meisten Spieler in einer guten Verfassung angekommen sind. Also Hut ab, das war schon, habe ich schon anders gesehen bei anderen Vereinen. Es gibt immer mal so den einen oder anderen, der das im Sommer ein bisschen schleifen lässt. Aber dadurch, dass ich auch im Sommer hier war und viel Individualtraining gemacht habe, habe ich die meisten von den Jungs auch schon mal gesehen gehabt. Und von daher, die müssen noch schwitzen, das gehört einfach dazu. Und die ersten Einheiten, ich gehe dann immer mal rum und frage und so weiter. Ja, und dann haben sie alle gesagt, ja, die Oberschenkel machen schon ein wenig zu. Das gehört zum Vorbereitungstraining und das gehört zur Vorbereitung dazu und das wissen Sie alle und das nehmen Sie auch hin. Wunderbar. Und wir nehmen das auch sehr, sehr gerne hin. Wir freuen uns sehr auf die neue Saison. Ich hoffe, alle bleiben gesund, alle sind genauso positiv gestimmt wie du jetzt hier im Gespräch mit mir. Vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Und euch können wir natürlich noch mal ins Herz legen, dass diese Saison kurz vor der Tür steht. Deckt euch gerne noch mit den Dauerkarten ein, bereitet euch vor, schaut euch den Spielplan genau an. Und dann sehen wir euch in den kommenden Wochen bei den Testspielen hoffentlich in der Halle und ansonsten natürlich bei uns wieder im Livestream. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten und bleibt uns gewogen und startet mit uns in die neue Saison mit den Bayer Giants Leverkusen. Bis dann. Bis dann. Ciao.